Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht weiter. Wir machen heute Carfice Quest und ich starte direkt mal. So, da müsste der erste Grundstein jetzt gesetzt sein. Wir müssen uns heute mit Anju in der Küche treffen um 11.30 Uhr, also nachts. Und dann bekommen wir mitgeteilt, blablabla, dass wir eigentlich so einen Brief zustecken sollen. Den stecken wir dann zu. Und dann müssen wir theoretisch das Amulett bekommen. Das müssen wir halt alles machen erstmal. Und ich hoffe, dass ich ihr dann das Amulett geben kann. Oder den Anhänger, whatever. Und ja. Dass wir das dann halt alles heute so triggern, dass wir Carfice Quest abschließen können. Das wäre mir alles sehr, sehr wichtig. Dass wir das irgendwie auf die Ketten bekommen heute. Müssen wir mal schauen, wie das so läuft. So, ich würde jetzt mal eben zum Postboten reiten. Denn mir fehlt immer noch die Quest von dem, in der wir quasi, in der wir quasi die Zeit stoppen bei genau 10 Sekunden und irgendein Item bekommen. Das wäre mir aktuell noch ganz wichtig, dass wir das irgendwie auf die Ketten kriegen. So, bitte, bitte töte mich nicht. Ah, so. Und dann, warte, die Maske ziehe ich aus. Und dann holen wir uns mal kurz die Hasenohren. Und dann raisen wir los. So, das hier ist eine ganz eklige Ecke. Da kommen wieder diese komischen aussässigen Gronen. Von denen man nicht weiß, was genau mit ihnen passiert ist. Die sind auf jeden Fall ein bisschen auf Crack. Keine Ahnung. So. Jetzt erstmal schnell hoch zu Ikana. Das ist übrigens auch der Typ, den wir heute bestehlen werden, weil er uns bestohlen hat. Aua. So. Einmal schnell rauf da. Und dann hoffe ich, dass wir das alles heute in diesem Tageszyklus auf die Ketten bekommen. Dann haben wir das nämlich, einen ganz großen Akt, einen ganz ekligen Akt, haben wir dann schon abgeschlossen von dem Spiel. Also eigentlich ist ein schöner Akt, aber es ist anstrengend, das zu machen. Ne, ihr wisst das. So, die Zombies müssen wir nicht töten. Das war im letzten Part ein Irrglaube von mir. Wir müssen einfach nur da oben in das Haus rein. Das war beim letzten Mal irgendwie mein Fehler. Na toll. Nein, ist jemand anderen. Nein, geh weg. So, tschüss. Vielleicht kann man die auch einfach töten. Vielleicht reicht das auch. Ich bin mir gar nicht so sicher. So, wir gehen hier rein. Ich guck mal kurz, ist der Postbote denn schon da? Jo, der trainiert. So, können wir Zeit stoppen? Ich mache mal ganz kurz einen Save Point, falls wir das nicht beim ersten Mal schaffen sollten. So. Aber ich glaube, im Randomizer ist es sogar so, dass man das immer schafft, oder? Ich glaube, da ist scheißegal, wo man drückt. Richtig? Nee, doch nicht. Ach, jetzt kostet 2 Rubine. Okay. So, mit den Hasenohren bleibt, kann man die Zeit aber sehen. So, let's go. Wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher. So, das war... Das kostet echt Geld. Nein! Kacke. Gut, dass ich gespeichert habe. Denn dann werde ich das so lange machen, bis ich es schaffe. Ist doch nicht dein Ernst. Hey, war das nicht mal so, dass das eingestellt werden kann? Wahrscheinlich habe ich das vergessen einzustellen. Sowas Nerviges. Dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh. Ja, war ich das jetzt oder wie war das jetzt? Keine Ahnung. Aber wir haben's. Und wir kriegen einen Pfeil. Geil. Dankeschön für nix. Tschüss, Postbote. Meine Güte. Okay, zurück zu Anju. Dann reden wir mal kurz mit ihr. Ich würde sagen, das skippe ich mal kurz und wir sehen uns gleich wieder bei Anju.
So, da kommt sie angelatscht. Viel zu spät. Eine halbe Stunde fast. Meine Güte, also... Da müssen wir nochmal drüber reden, ha? So, jetzt gibt ihr uns theoretisch den Brief. Blablablub. Wir kriegen ein Herzchen. So. Den Brief werfen wir jetzt in den Briefkasten rein. Und dann müssen wir theoretisch warten, bis er zugestellt wird. Dann können wir in sein Haus reingehen. Problem ist halt, da ist Carfi nicht drinne. Denn Carfi ist im Kuriositätenladen und der öffnet erst nachts. Das ist ein großes Problem, Leute. Ich hoffe einfach, dass wir das, dass wir den Anhänger irgendwie nachträglich noch überreichen können. Das müssen wir mal an, müssen wir mal gucken. So, warte mal. Das hier. Achso, ich muss erst mit dem Briefkasten reden, ne? Katsching. Zack, zugestellt. Und dann... Hä? Spulen wir mal die Zeit nach vorne. Denn wir müssen jetzt hier in dem Tagesrhythmus erstmal nichts mehr machen. Sondern müssen jetzt warten bis, ich glaube, warte mal, 14 Uhr oder so. Und dann sollte der Brief zugestellt werden. Genau, und das erspare ich euch natürlich wieder. Also 14 oder 15 Uhr wird der Brief, glaube ich, zugestellt. Ich warte mal hier und skippe. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, Leute, ich habe gerade gemerkt, also ich bin gerade nochmal testweise zu Anju gegangen. Wir können ihr jetzt schon das Ding geben. Wir haben ihn getroffen. Zack, hier ist der Anhänger. Ah. So, zack. Sie ist happy und jetzt wartet sie hoffentlich auf ihn. Das ist ganz wichtig, ne? Das hatte uns auch nochmal TJ erzählt, dass das sehr, sehr wichtig ist. Danke dafür nochmal, weil ich glaube, ich hätte das sonst ohne das gemacht. Und dann wäre es wahrscheinlich nicht da gewesen. Wir hätten die Quest umsonst einmal gemacht und das wäre ganz tragisch gewesen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem wissen, was in Carfis Haus ist. Denn ich glaube, in Carfis Haus waren wir noch gar nicht drinne. Das heißt, das schauen wir uns nochmal an. Wir warten jetzt bis 14 Uhr oder 15 Uhr, wenn der Postbote kommt. Dann hüpfen wir da mal schnell rein und gucken. Aber ich glaube, Carfis selber können wir dann erst abends um 10 oder um 11, ich weiß nicht, wann der Kuriositätenladen genau aufmacht, treffen. Das heißt, das wird nochmal ein bisschen kompliziert. Ja, auf jeden Fall skippe ich jetzt nochmal und wir sehen uns gleich wieder, wenn der Postbote kommt. Bis gleich. Okay, Leute, der Postbote kommt gerade und wird jetzt an der Tür klingeln. Und dann, wenn er klingelt, schleichen wir uns mal schnell in die Hütte rein und gucken mal, was da in seiner Hütte drin ist, in Carfis Hütte. Das haben wir, glaube ich, noch nicht herausgefunden. So, jetzt geht's los. Ein gezielter Jump und rein da. Was ist das? Ach, das ist die Hütte von der Ranch. Okay. Ja, hier gibt's nichts zu tun, oder? Ich glaube, hier kann man nichts machen. Nö, nö, nö. Okay, komplett sinnlos. Okay, alles klar. Das heißt, das war jetzt, ja, ein Reinfall, würde ich sagen. Wir wissen jetzt zwar, was hier drin ist, aber, ja. Nice to know, das war's aber auch. Gut. Hi, Carfi. Tschüss. Wir sehen uns. Tja, jetzt hätte ich gesagt, müssen wir als nächstes... Ja, das Medaillon haben wir ja, wie gesagt, schon abgegeben. Wir müssen mit Carfi reden und dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich bis 10 Uhr warten. Und zwar hier halt, ne? Genau. Weil da ist halt Carfis Haus eigentlich drinne. Durch den Randomizer halt getauscht. Genau. Nacht des zweiten Tages. Da müssen wir einmal mit dem labern. Mit dem Kuriositätenhändler selber haben wir ja schon mal geredet. Das heißt, das könnten wir, glaube ich, auslassen. Und, genau, weil man muss, glaube ich,
normalerweise nochmal in Carfys Haus reingehen später und dann ist der Kuriositätenhändler da. Das haben wir aber schon mal gemacht, da haben wir Items bekommen von dem. Das heißt, das können wir auslassen. Das heißt, wir können dann am dritten Tag gleich nach Ikana gehen und können da mit Carfy labern. Und dann hoffentlich die Quest machen mit Sarkon, dass wir seine Maske retten. Ich würde sagen, wir skippen nochmal bis 10 Uhr ist und bis gleich, Leute. So, wir haben es gleich geschafft. Es ist gleich 10 Uhr. Wir können den Kuriositätenladen betreten. Yippie. Mist. Hallo? Schmeiß mich nicht einfach raus. Was soll das? Jetzt geht's. Keine Ahnung, was das jetzt war. So, Carfy ist da. Yay. Oh, cool. Ja. Bombentasche für Majora's Mask. Ich weiß gar nicht. Haben wir jetzt 40? Ich habe keine Ahnung. Wie viele Bomben haben wir? 40, jo. Die dicke Bombentasche haben wir bekommen. Nice, cool. Hatte ich noch gar nicht markiert. Sehr schön. Gut, dann haben wir mit dem jetzt auch gelabert, in Anführungsstrichen. Der müsste uns jetzt eigentlich so gesagt haben, dass er jetzt Sarkon jagt und so, ne? Und seine Maske haben will, verzaubert wurde, blablabla. Das müsste der uns jetzt alles gesagt haben. Das heißt, wir können jetzt in den dritten Tag reinspringen. Und am dritten Tag habe ich auch noch was vor, denn wir waren, glaube ich, auch noch nicht oben auf dem Turm drauf. Kann das sein? Weil am dritten Tag ist ja der Turm hier fertig gebaut und ich glaube, dann steht da eine Schatzkiste oben drauf. Und ich glaube, die haben wir uns noch nicht geholt. Das würde ich auch noch gerne machen. Und dann müssen wir wieder auf Carfy warten. Im Ikana, genau. Und dann hoffe ich, dass wir das alles hier zu Ende bringen können. So, da oben steht jetzt eine Schatzkiste. Ich hoffe, die kann ich jetzt mir easy mit dem Enterhaken holen. So, mal gucken. Wird das was? Das könnte was werden. Ja, ganz knapp nicht. So sehe ich sie nicht. Scheiße. Und so ist sie zu weit weg, wa? Okay, dann lass mal kurz den machen. Zack. Wir geben dem mal eben die Mondträne hier. Zack. Und fliegen mal eine Runde. Aber es scheint eine normale Schatzkiste zu sein, deswegen es ist nicht so dringend jetzt. Vielleicht haben wir die auch schon mal aufgemacht, ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher. Ich will nur mal kurz reingucken. Aber ja, es scheint eine normale Schatzkiste zu sein, also... Hallo? Nichts weiter Wertvolles jetzt. Aber wir müssen uns ja... Oh, die ist sogar schon offen. Oh. Okay. Hat sich schon erledigt. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in Ikana wieder. Ja, hinterm Felsen und warten da gemeinsam mit Carfy darauf, dass es losgeht. Na? Bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt hier gerade wartend und ich habe gerade mal einen Savepoint gemacht und wollte mal gucken, wenn ich den hier mache, ob ich dann gleich rein kann. Dann muss ich nicht so ewig warten. Das probiere ich mal kurz aus. Und ich hoffe, wir können damit einige Zeit überbrücken. Ich weiß nämlich nicht genau, wann das losgeht mit Carfy. Scheint aber zu passen. Dann, ich glaube, das startet 19 Uhr, oder? Ich hatte mir da so ein Textdokument gemacht, wo das alles drin steht. Und ich glaube, da stand 19 Uhr drin. Ich habe es nur gerade nicht offen. Das ist das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist. Aber die 5 Sekunden können wir, glaube ich, mal kurz warten. Bis es 19 Uhr ist. Und dann hoffe ich halt, dass wir die Carfy-Quest in diesem Run, in diesem Durchlauf von Majora's Mask abschließen können. Dann haben wir nämlich den dicken Teil hier schon mal erledigt. Ist ein sehr, sehr nerviger Teil. Und dann müssen wir, glaube ich, an Carfys Quest jetzt gar nicht mehr denken. Dann haben wir, glaube ich, alle Schritte einmal durchgemacht. Außer einmal noch den Brief an die Mutter zu geben. Das müssen wir nochmal machen irgendwann. Aber den Brief haben wir ja dabei. Oh, jo, geht direkt los. Alles klar, cool. Na dann. Das sollte ja jetzt auch nicht so problematisch sein, oder? Ich habe gespeichert. Selbst wenn wir es jetzt verkacken sollten. Ich glaube aber, das schaffen wir. So, gucken wir mal rein. Ist hier noch was? Nö. Rein da. So, er macht ja jetzt hier irgendwie, ne, das ist unsere Maske, die wir brauchen. Die Sonnenmaske. Er aktiviert hier das Förderband.
ist ja auch irgendwie selber schuld daran. Und der Dieb hat natürlich ein krasses System gebaut, was diese Maske wegfördert. Ist logisch, man kennt's. So, direkt noch einen Eintrag bekommen. Und jetzt spielen wir, glaube ich, Carfi. Und jetzt müssen wir hier immer abwechselnd Schalter hin und her aktivieren. Und ja, das ist alles ganz merkwürdig. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich habe jetzt auch keine Zeit verlangsamt. Dann wäre es, glaube ich, leichter. Aber wir versuchen es mal so. So, zack. Jetzt müsste bei mir die Tür aufgehen. Ich muss, glaube ich, jetzt alle Gegner töten. Und dann geht bei ihm wieder die nächste Tür auf. So, zack. Rein da. Oh. Okay. Rot ist schnell. Gelb ist langsam. I got it. So. Ganz ruhig. Ich habe Zeit. Glaube ich zumindest. Okay, ich glaube, wir müssen so machen. Machen das kurz schnell. Machen es wieder langsam. Wir machen den hier. So. Und tschüss. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt die Frage. Den einmal zurück und den runter. Oh, wir haben es schon geschafft. Ja, easy. Ja, das war ja leicht. So knapp war das niemals. Erzähl keinen Mist. So, wir haben die Sonnenmaske erhalten, beziehungsweise Carfi. Und jetzt will Carfi natürlich seine Braut retten. Und wir haben jetzt die Aufgabe, ganz schnell in den... Ja, ins Gasthaus zu gehen. Ich... Weiß gar nicht, laufe ich? Ich glaube, ich werde mich mal kurz zu Ocarina of Time porten. Mach mal sicherheitshalber einen Save Point. Spielstand speichern. Und... Geht schneller, ne? Wir porten uns mal kurz nach Ocarina of Time, dann sind wir nämlich in der Zitadelle der Zeit und gehen wieder rein. Durchs Gasthaus, durch den Maskenladen. Und dann sind wir auch schon wieder da. Und dann sollten wir die Quest für heute abgeschlossen haben. Geil, ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin so happy, dass wir das jetzt haben. Ihr habt gemerkt, ich habe sehr, sehr viel geschnitten in dieser Folge. Ich glaube, insgesamt habe ich hier eine Aufnahmezeit von, weiß nicht, 40 Minuten für einen Part. Deswegen seid mir nicht böse, wenn das heute auf jeden Fall mal ein kürzerer Part ist, weil ich, ja, ich denke, ihr wolltet halt auch nicht, dass ich da die ganze Zeit irgendwie schneide, oder? Ich meine, das ist ja auch irgendwie doof. So. Und theoretisch müssen wir jetzt einfach nur noch hier oben in den Raum rein. Richtig? Und ich glaube... Oh, guck mal. Haben wir die Kiste uns schon mal angeguckt? Ich glaube, jetzt müssen wir noch warten, ne? Eieiei. Ich glaube, jetzt müssen wir noch warten, bis Carfi angetrabt kommt. Und er kommt, glaube ich, erst in den letzten 2 Minuten oder so. Auch irgendwie bescheuert. Warum wird das nicht gleich getriggert, wenn man da den Raum betritt? Wäre irgendwie cooler. Finde ich. Naja, egal. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich warte nochmal ganz kurz, ja? Wenn ich Schritte höre, dann schalte ich wieder ein. Bis gleich. So, Leute, ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Er müsste kommen. Ja, Carfi. Wie unspektakulär, bitte. Habt ihr euch... Sie ist jetzt auch einfach nicht mehr da. Alles klar? Herr Kumpel? Alles klar bei dir? Jetzt siehst du ja doch irgendwie traurig aus. Oh, ich habe 20 Rubine bekommen. Was ist denn das, bitte? Alter, hier die harteste Ultra-Quest der Welt und 20 Rubine habe ich ergaunert. Das war's. Tragisch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir spulen die Zeit hier nochmal zurück. Und damit ihr nicht ganz so traurig seid, weil irgendwie hat uns das alles heute auch wieder nicht so viel gebracht. Was haben wir bekommen? Ich glaube, die Bombentasche war das Spektakulärste heute. Ja, schon. Würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz in den Brunnen in Ocarina of Time rein. Und
Ja, gucken mal nach der letzten Skulltea, denn ihr hattet ja gesagt, da ist noch irgendwo eine. Ihr hattet auch noch erwähnt, dass es die Hexe gibt, mit der man Zielscheibenschießen bei Majora's Mask machen muss, nachdem man den Sumpftempel geschafft hatte. Das muss ich irgendwann nochmal wiederholen, ne? Sollten wir... Ja, warte mal. Das war jetzt falsch. Di-da-di-dai, nö, 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 nö. Nein, ich wollte langsam machen. So, langsam machen. Genau, das Zielscheibenschießen muss ich dann irgendwann nochmal wiederholen, wenn ich den Tempel nochmal mache, weil den muss ich sowieso nochmal machen. Oder zumindest teilweise nochmal machen, wegen den Fröschen. Da würde ich den Boss gleich nochmal mitmachen und dann machen wir das Zielscheibenschießen. So, wir gehen jetzt in Ocarina of Time rein. Ich würde einmal die Nocturne des Schattens spielen. So. Und gehen nochmal in den Brunnen, ne? Genau. Gucken da nach der letzten Skulltula. Die muss da irgendwo noch drin versteckelt sein. Denn wir hatten das Symbol noch nicht. Da hatten eure aufmerksamen Augen entdeckt, dass wir da noch nicht completed waren. Dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall nochmal rein. So. Denn das kann ja ein wertvolles Item sein, ne? Ein Schlüssel oder so. Etc. pp. Das kann ja alles sein. Juhu, wir machen kurz mal einen Jump. Und, ja, mal gucken, wo ist denn die Skulltea? Könnten die letzte Skulltula sein. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, wartet. Na, ihr habt recht. Die ist hier noch nicht, eingezeichnet. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz ran. So, hier gibt es ja keine Skulltea. Hier drinne, die haben wir auch. Den Wasserstand hat man ja schon abgesenkt. Ich weiß gar nicht, gibt es hier unten Skulltees? Ist verarschen? Was soll das denn? Ja! So. Ich glaube, hier sind normalerweise auch Skulltees drin. Ich gehe mal ganz kurz die Räume ab. Irgendwo muss er ja sein. Komisch, irgendwo haben wir sie vergessen, eine. Warum? Ah, gibt es hier eine Skulltee? Hau drauf! Scheiße. Ich hasse Zombies. Wenn hier eine wäre, hätte ich sie, glaube ich, gehört, oder? Ja, ich glaube, dann hätte ich sie gehört. Okay, hier ist keine. Aber da haben wir auf jeden Fall viele Punkte abgeschlossen, die jetzt noch offen waren. So Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut, weil, ja, es kann ja immer sein, dass in solchen Kleinigkeiten mehr drin steckt. Deswegen ist das, glaube ich, ganz cool, wenn wir das schaffen. Oh, hier war jetzt gar nichts weiter. Wie sieht's denn aus? Warte mal, ich rüste mal kurz das Auge der Wahrheit aus. Tut. Natürlich voll in die falsche Richtung. Wenn ich jetzt hier mal so in die Türen reingehe. Was haben wir denn da so drin? Oh, guck mal, hier ist er doch. Hey, wir waren noch gar nicht drin, ne? Lol. Stimmt, die haben wir irgendwie voll übersehen. Schade. Waren aber nur 50 Rubine für Majora's Mask. Naja, haben wir jetzt alle? Jetzt haben wir alle. Okay, alles klar. Haben wir das auch abgeschlossen? Die hatten wir irgendwie übersehen. In dem Raum waren wir gar nicht drin. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir jetzt als nächstes machen. Also wir könnten jetzt theoretisch in den Geistertempel reingehen, könnten den soweit fertig machen, wie es geht. Und irgendwie hoffen, dass wir da noch ein geiles Item bekommen. Könnten wir. Als junger Link waren wir, glaube ich, fertig. Als Erwachsener müssten wir da jetzt noch ein bisschen was machen. Aber, ja. Müssten wir halt gucken, ne? Ich meine, da sind auch einige Skulltees drin. Einige Schatzkisten sicherlich noch zu finden. Ja, aber sobald du dann halt Spiegelschild brauchst, dann sind wir raus.
Das wäre jetzt halt das einzige Mango. Dementsprechend, was sagt ihr? Erst nochmal an Geistertempel antatschen quasi so ein bisschen? Oder wollen wir direkt in den Wassertempel rein? Ich glaube, ich mache einen Geistertempel. Ich habe mal wieder Bock, ein bisschen Ocarina of Time zu machen. Ja, so machen wir es. Wir gehen mal in den Geistertempel rein, machen den so weit wir können und, oder? Nee, wir machen Wassertempel. Ja, wir machen Wassertempel, weil den können wir abschließen. Ist besser. Wir machen den Wassertempel aus Majora's Mask. Fertig. Fertig, aus, Ende. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Majora's Mask und Ocarina of Time Randomizer. Tschüssi.